Hallihallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dota 2 Autochess. Heute alleine, ohne irgendjemanden dabei. Und heute versuchen wir, von Knight 9 wegzukommen und das erste Mal den Bishop-Rang zu erreichen. Ich hoffe, es klappt. Die Lobby ist relativ low eigentlich, bis auf ein Knight 7. Hier ist noch ein Knight 4. Ansonsten haben wir Pawn sogar unranked mit bei. Ich bin mal gespannt, ob es klappt oder nicht. Ich habe jetzt auch nichts, sag ich mal, wo ich sage, wir forcen jetzt irgendwas. Also mein Maß stellt sich schon mal richtig beschissen hin. Aber das schafft er trotzdem. Ja, ein Tiny. Was haben wir noch? Ein Goblin. Ex. Troll. Troll. Und eine Drow. Und ein Anti-Mage. Ja. Also ich habe keine Ahnung, was wir spielen wollen. Ja, aber das ist schon mal fett. Jetzt überlege ich echt, lasse ich gelockt? So viele Mars gleich am Anfang. Ork-Jug, ein Krieger. Ork bringt natürlich, passt da auch voll gut rein. Wir kriegen aber nächste Runde keine 5 Gold zusammen. Aber 3. Dass wir wenigstens einmal den Juggernaut kaufen können und einen Mars. Doch, ich muss das loggen. Ich meine, das ist schon echt hart. Runde 2, Mars 3. Mars 2, ja. Mars 3, dafür hätte ich nicht genug Geld gehabt. Ich weiß noch nicht, was wir für eine Kombi spielen. Bisher sieht es ja hier voll nach Krieger gerade aus. Wir lassen es jetzt erstmal. Wir nehmen die beiden mal mit. 3 Gold, genau. So, jetzt. Ne, entloggen. Ich will jetzt nicht noch eine Runde wegen dem Jugger sperren. Da könnte zu viel anderes Gutes noch kommen. Schön wäre in der nächsten Runde noch ein Krieger, dass wir schon mal einen Dreier-Krieger-Boni hätten. Ich meine, Mars 2, der tankt schon mal einiges weg. Er macht halt keinen Schaden. Das ist das einzige Manko an ihm. Aber spielen wir eine Götterkombi? Ich werde jetzt übrigens versuchen, Dota, also Autochess, alle 2 Tage zu bringen. Immer montags, mittwochs, freitags und sonntags. Kann dabei leider nicht so ganz versprechen, dass es klappt oder nicht. Quarterstaff, ja, bringt bei uns jetzt gerade hier maximal dem Jugger was, aber vielleicht kriegen wir noch wen anders, den wir dann damit eine Mask of Madness bauen können. Entlockt haben wir. Ja, noch ein Mars. Könnt jetzt natürlich auch die beiden mitnehmen. Aber ich denke, wir bleiben jetzt erstmal. Mit denen haben wir eine Frontline, eine Dreier-Frontline-Krieger, wohinter wir alles Mögliche spielen können. Ja, wir können dahinter Magier spielen, wir können dahinter Hunter spielen, Assassinen. Wir lassen uns hier relativ viel offen. Wir gucken mal, wie es weiterläuft. Was haben wir hier? Ein Chaos Knight, das ist 2 Knights und eine Assassine, okay. Das sollten wir in der Tasche haben, denke ich. Auf jeden Fall. Auch wenn sie jetzt nochmal schreit, schafft sie das nicht. Wow, das sieht schon mal gut aus. Aber das hat ja nichts zu heißen, das kann er auch jederzeit abbauen, aber... Alleine das hier ist schon echt fett. Juggernaut stands ready. Noch ein Juggernaut. So, falls wir jetzt... Jetzt könnte ich ein... Falls wir Magier spielen. Falls wir Assassinen spielen. Ritter würde ich dazu jetzt nicht spielen wollen. Damit, ich weiß, damit funktioniert der Mars-Buff nicht. Aber den will ich auch nicht spielen, deswegen... Trotzdem ist es eine sehr gute Einheit, dass ich ihn jetzt erstmal reinnehme. Oh, hier hat einer schon Task 2 und einen Lykan. Das ist natürlich eine sehr starke Kombi. Und ein Jugger 1, warum... Verliert er meinen Jugger?
Ach, der hat zwei Orks, deswegen hat er mehr Leben. Okay. Verdammt, dass der Tusk ihn noch weggehauen hat. Ja, Kritte, hau bitte den hier weg. Links, 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 links. Ja, genau, hau zu. Verdammt. Ah, das fing so gut an. Okay, was haben wir? Wir haben noch einen Chaos Knight. Ich will eigentlich keine Ritter spielen. Tiny, wenn wir Magier spielen, ist der auch wichtig. Troll. Ja, wir haben jetzt hier echt so auf dem Feld schon so einiges. Der Potter hat schon 16 Gold. Was macht der? Meine Fresse. Okay, wir kämpfen auch gegen ihn. Okay, er hat aber auch überhaupt keine Sachen, die zusammenhängend sind. Oh, da ist unser Chaos Knight ein Hühnchen geworden. Oh, how the deep ones will feast. So, mal gucken, was wir jetzt kriegen. So langsam müsste sich mal entscheiden, in welche Runde wir hier gehen. Morphling, hier hatten wir noch einen Assassin. Den will ich nicht verkaufen. Die nicht. Den würde ich gern auch noch. Die beiden gehören halt zu einer Magier-Kombi mit, wobei... Komm, der geht als erstes raus. Ich hätte das Level abgehen sollen. Kann ich jetzt. Es ist zu spät. Ja, müssen wir den Tusk leider stehen lassen. Okay. Was haben wir hier? Das ist auch eine Kombi, die einfach nichts ist. Ich ärgere mich bestimmt gleich, dass ich den Tusk nicht gekauft habe, weil da ein zweiter kommt. So. Ja, die Draw greift von vorne an. Auch wenn das eine Zweier ist. Schaffen wir das nicht? Das schaffen wir nicht. Nochmal halten wir es nicht durch. Gut, okay, aber den Schaden können wir noch verkraften. Noch ein Tiny, Beastmaster, Omni Knight. Okay, Assassin, sterben. Das wäre halt noch Hunter. Timbersaw wäre ein Goblin, der eigentlich auch reinpasst in der Hand. Also... Machen wir mal so. Wir nehmen den Omni mal noch. Nehmen wir den Omni mit. Wenn wir den nicht mitnehmen, hätten wir die 10 Gold. Oh, was hat er denn hier? Habe ich irgendwas anderes, was ich verkaufen kann? Nein. Nee, der Omni bleibt draußen. Hier ist einer. Ach so. Unranked AFK. Ja, gut, okay. Wir müssen jetzt langsam anfangen, ein bisschen Kohle zu sparen. Mit zwei Orks drin. Durch den Jugger und den Beastmaster. Wow. Ey, die ist natürlich. Ein Ogre funktioniert ja auch überhaupt nicht mit der Kombi. Die Hälfte sind 30. Ich habe ihn nicht mehr drauf gekriegt. Verdammt. Aslada, dann nimm du wenigstens den Quarterstaff, weil ich glaube, du kommst eh weg. Ja, das sollten wir jetzt durch meinen dummen Fehler jetzt auf jeden Fall eigentlich verlieren. Aber ein AD, da ist natürlich noch nicht mal eine Enchantress gesehen, aber ein AD. Komm, hol deinen Bären noch, dann könnten wir das noch gewinnen. Aber du kriegst halt einfach keinen Schaden und du machst gerade keinen, wa? Doch jetzt, komm. Schmeißt, jetzt ist er gehext, ich werde da nicht mehr. Schmeißt deinen Bären. Oh.
Mehr Zeit hätte er sich aber auch nicht lassen dürfen, ne? Ja, der AD carried uns jetzt hier gerade. Beziehungsweise der Bär carried uns. Krass, 175 Damage. Biester-Kombi? Ich kann auch bloß ein Biest haben. Ich weiß nicht, ob das gut ist, noch einen zweiten Master mit reinzunehmen. Uns fehlt damit halt tierisch viel Damage. Was war das denn? Wie ist er denn gelaufen hier? Einmal so im Kreis rum. Oh, und der LD hat nicht gespawnt. Es kriegen auch voll die Falschen ab. Deswegen hatte ich doch die beiden extra vorne. Die beiden Affenköpfe hier. Okay, damit kannst du auch bloß den Hut machen. So, das ist hier relativ wichtig. Du kommst raus. Auch wenn die Cooldown jetzt nicht funktioniert, ist mir das eigentlich ehrlich gesagt relativ Banane. Machen wir mal noch so, dann haben wir noch einen Beast-Bonus dabei. Und du gehst schon mal weg. Du kriegst das und du kriegst das. Oh, und wir müssen schon wieder gegen den letzten. Wow. Venomous Victor. My quiver and bow are. Nehmen wir mal noch die Drow mit. Luna? Nein, Luna nicht. Ich würde gerne den Witch Doctor haben, weil der passt halt in so eine Götterkombi extrem gut rein. Der Beastmaster ist eigentlich auch bald Geschichte. Wenn wir wirklich Götter spielen, ist Tiny auch weg. Wir hatten gegen Runator gespielt, den haben wir gewiped. Okay. Lina. Können wir in unserer Mage-Kombi, wenn wir sie mit Dings zusammenspielen, nicht spielen? Time for target practice. So, spielen wir mal so. Gut, okay, jetzt habe ich ja gerade eigentlich die Hand da aufgegeben. Dann kann sie auch weg. Hier spielt wer Assassinen. Assassinen können wir auch in den Wind schreiben. Ihr habt ja gesehen, ich habe bisher einen Goblin Hunter gehabt und das war's. Der spielt Assassinen und hat auch ein LD drin. Wow. Okay, das ist Platz 1, oder? Ja, Platz 2. Er hat auf seinem Feld natürlich auch gewonnen. Oh, hier Nummer 2. Knight in blackest armor. Ja. So wirklich rausstellen, was wir spielen, tut sich hier immer noch nicht. Das Einzige, was wir haben, ist Mars. Und ein Juggernaut. Und schon wieder gegen den letzten. Alter, wie lucky sind wir denn? Der letzte hat doch schon 95 Gold, Leute. Hier unten, 95. Wenn er jetzt nochmal reinkommt, kann er ordentlich drehen und leveln. So, Runde 15 muss ich mir diesmal merken. Das ist eine Runde, die ich sehr gerne vergesse. Was spielst du denn hier? Troll. Warrior. Na was, der hat schon zwei Trolle. X2, Tiny 2. Uiuiui.
Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Ice is nice. You can't keep a demon down. Ich weiß nicht. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, das habe ich nicht aufgenommen mit Tuffy. Er hat so auf seinen Dreier Terrorblade gewartet. Und ich habe einen nach dem anderen gerollt. Da hätte ich locker, glaube ich, einen Dreier zusammengekriegt, wie viele ich da hatte. Das ist echt Wahnsinn gewesen. Ich habe halt einfach nicht den Schaden. Ein Razor wäre jetzt halt echt praktisch. Dann würde ich auch die Biester und so weiter bearbeiten. Wenn wir den Bonus wieder haben. Mensch, Leute, kommt. Ich will doch nur den Rang aufsteigen. Doppel-Juggernaut. Master, Juggernaut stands ready. Juggernaut stands ready. Komm, einmal rollen wir die Runde. Ah, verdammt. Die beiden sind richtig gut für die Götterkombi, weil wir werden die Götterkombi fahren. Wir haben 2 Mars 2, ich meine. Und ich habe gesagt, Runde 15 darf ich nicht vergessen, ne? Solange kriegt er sein Bär raus, das wäre toll. Jawohl. Und das Problem ist trotzdem wieder, dass unsere Damage-Dealer gerade alles abgefangen haben. Aber das läuft nächste Runde anders. Abby, komm hier, kriegst noch ein bisschen Schaden, vielleicht machst du noch was mit. Unser Bär carried halt hier gerade hart. Aber das schafft er nicht mehr. Okay. Nächste Runde Götterkombi, Necro, Hammer, geiles Vieh. Dafür muss Abby allerdings weichen, deswegen habe ich ihn in der Runde dort noch schnell gegeben. In der Hoffnung, es reißt noch irgendwie ein bisschen was. Tut's nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich den AD spielen möchte. Du musst raus. Dafür kommt Necro rein. Den Razor brauchen wir. Prinzipiell bräuchten wir aber auch noch einen dritten Warrior. Time to shove off. Das ist kein sauberes Level-Up. Vor allen Dingen kann ich ihn noch nicht spielen. Dann habe ich wieder Menschen, weil ich brauche... Lina kann weg. Ich kann dich eh nicht spielen. Ich brauche nämlich unbedingt die Maiden, brauchst du einfach in der Kurta-Kombi. Damit du schnell genug Mana hast, um... wie Razor denn hier immer wieder durchzuseppen. Er heilt hier ständig. Der muss mal von seiner Winstreak runter. Das Gute ist, er spart kein Geld. Vielleicht auch der Grund, warum er die ganze Zeit oben ist. Ein AD aber einfach so gehen lassen will ich auch nicht. So, wir geben das erstmal dem Mars. Und das weiß ich echt noch nicht. Ein Terrorblade kann ich nicht spielen. Ork kann ich auch nicht spielen. Vielleicht sollte ich... Ja gut, das ist Platz 1, dass der uns jetzt niedermäht, war klar. Aber warte ab. Wir kommen noch zurück. Wir wollen unbedingt Bishop werden. Oh, er hat auch gegen uns gewonnen. Eine Ritterkombi. Hunter. Oh, der
Assassin ist Stufe. Ah, das ist gut. Jetzt können wir auch noch ein Level abgehen. War hier ein Druide mit bei? Nee. Auch wenn das jetzt nicht ganz so gut ist, jetzt räumen wir mal ein bisschen. In green I go. So. Die PA nehmen wir mal einfach mit, aus dem einfachen Grund, es ist eine Elfe. Eine Elfe haben wir noch nicht. Die können wir vielleicht noch gebrauchen. Ja nun, geh doch mal zu hier. Der hatte eben auf seinem Feld gegen uns noch gewonnen. Jetzt nicht mehr. So, ich musste gerade mal schnell meiner Frau zurückschreiben. Ork? Können wir nicht, ne? Nee. Was ist denn hier los? Oh, gegen Platz 1 haben wir immer noch keine Chance. Razor wäre halt noch ein sehr gutes Update, was wir brauchen. Ich glaube, wir haben... Kämpft hier gerade echt noch irgendwer? Eine TA ist auch ein verdammt geiler Elf, den wir mit reinbringen könnten. Ja, und jetzt hört sie nicht mehr auf zu schreiben, wenn man ihr einmal antwortet. Ich antworte jetzt einfach nicht mehr. So, tut zwar weh, jetzt wieder unter das Gold zu fallen. Ich glaube, ich müsste mal ein bisschen cornern. Das schaffe ich jetzt in der Runde nicht mehr, aber in der nächsten eventuell. Ich überlege gerade, was noch, was wir als Krieger mit haben. Ja, die kommen so einfach an meine Backline hier gerade ran. Und Terrorblade 2 ist halt auch übel krass. Und ich glaube auch, der AD kann mit in die Frontline langsam. 1600 Leben, ja, der hält jetzt genug aus. Ah, bisschen weniger noch an Cooldown, der könnte einen zweiten Bären spawnen. Medusa, Troll, das ist ganz wichtig. So, wir gehen jetzt mal in die Position, wo wir ein bisschen safe sind. Ja, den Witch Doctor. Warum finde ich den toll? Der Ulti hat 10 Sekunden Cooldown. Er muss natürlich erstmal drauf kommen auf die Mana. Das ist das einzig Blöde. Und ich sage ja, sie hört nicht auf zu schreiben. Aber sie ist nachher bei 5 Sekunden, macht 5 Sprünge und so weiter und das ist dann nur am Dauergebounce. Das ist eigentlich echt total cool. So, jetzt habe ich mein Handy schnell noch leise gemacht. Jetzt haben wir Broadsword. Oh! Rüstung 5, Schaden 10, reflektiert 20% des Schadens zum Angreifer zurück. Okay, können wir damit noch draus was machen? Nein, können wir nicht. Doom. Doom. With bones and spells I come. With bones and spells I come. My den brauchen wir. Mend. Ihr fliegt jetzt raus. Ich brauche den Necro und ich brauche das. Der hat schon, der hat noch nicht. Okay. Wir bräuchten jetzt langsam echt mal die drei anderen Mars. So, 30 Sekunden hat er Cooldown, nachdem es raus ist. Aber hier in dieser Magier-Kombi überrennt das uns einfach noch. Aber ist nicht schlimm, wir sind jetzt auf dem Standpunkt, dass wir anfangen können zu rollen. Und Kurama hat immer nur noch 5 Gold. Oh, Doppel-O, geil. Brauchen wir nicht. Razor brauchen wir auf jeden Fall.
I bring the spark of death. Bräuchten wir prinzipiell... Oh, brauchen wir unbedingt. Eyes up and shield. Ich mal kurz mit. Jetzt kommt der Jugger, fick dich. TA raus. With bones and spells I come. Zurück. Ah. Okay, Krone. Krone. Habe ich jetzt... Wem habe ich jetzt die Krone gegeben? Habe ich die jetzt Mars gegeben oder habe ich die meinen Druiden gegeben? Oh Gott. Das hier, der Witch Doctor 2, ist auch sehr wichtig. Aber jetzt müssen wir was machen. Wir müssen jetzt echt ein bisschen reinrollen. Wir geben jetzt ein Level ab und dann... Den brauchen wir nämlich. Enchanted, I'm sure. Wenn jetzt ein AD kommt, haben wir halt alles auf dem Feld, um den Instant auf 3 zu machen. Aber am wichtigsten wäre eigentlich wirklich ein Razor noch und ein Necro. So, das ist wieder Platz 1, gegen den wir hier kämpfen. Er hat schon Task 3. Aber jetzt diesmal steht unsere Frontline hier doch schon etwas besser. Jetzt kommt die Kokosnuss hier durchgebounced und stunt alles immer wieder. Ne? Jawohl, super. Okay, also wir schaffen es hier eventuell nicht, weil das noch ein Dreier-Task einfach ist. Und ein Zweierslar da, aber es sind nur noch zwei am Leben, das heißt nicht viel Schaden. Nein. Oh, ganz wichtig. Okay, jetzt können wir uns zur Ruhe setzen, würde ich sagen. Nein. Aber das bringt uns schon mal. Die Maiden würde ich auch gern haben. Nee, nochmal rollen will ich nicht. Das brauche ich für die. Die Naga Hunter passt auf jeden Fall noch rein. Entweder sie oder ein Tide, aber dafür müsste der erstmal Stufe 3 kommen. Stufe 2 kommen. Und das ist auch ein sehr schönes Geschenk. Ja, Krone ist da, okay. So, und dann die Kokosnuss springt er fein. Super, super drin herum. Der hat uns vorhin auch immer platt gemacht. Aber durch den Heal vom Necro jetzt. Wie weit sind wir, bist du denn? Ach da, noch 13 Sekunden. Ey, wirklich, du brauchst echt einen Zeus dann noch, ne? Aber wir sind jetzt 8, wir können ihn kriegen. 1%. So, komm, irgendwas, was ich brauche, bitte. Eine Medusa. So. Den Razor auf 3 zu kriegen, ich weiß nicht, ob der Traum wahr ist. Der ist auch auf 2 schon tierisch stark, wobei da eigentlich ein 2 davon auch nicht schlecht ist. Und ich habe nicht aufgepasst, die Geierrunde. Wir hätten auf die 50 Gold sparen und bleiben können. Aber seht ihr, die Kokosnuss hier immer bing, bing, bing und jeder ständig gestunt. Das ist so geil. Ja, keine Frage, Razor. Vitality Booster. Oh, sehr wichtig. Das ist ein Vanguard, dafür haben wir aber noch nicht viel. Okay, wir haben dich und wir haben dich. Du kommst raus, du kommst rein. Sind wir immer noch überall auf 1? Jawohl. Komm, ein Lone Druid noch. Auch wenn der in der Kombi echt nicht der stärkste ist, spielt sich eigentlich eine Enchantress in dem Moment. Kann ich mir die nicht mal angucken, wenn die hier bei mir auf dem Feld liegt? Hallo?
irgendwie letzt bei mir? Ne, jetzt wieder. Irgendwie will meine Maus, jetzt arbeitet sie wieder mit mir. Okay, hier steht bloß noch ein AD. Oh, was hat... Er hat einen Refresher-Orb. Erneut eine Fähigkeit beim erstmaligen Wirken, 30 Sekunden. Das wäre natürlich etwas, was richtig OP jetzt bei mir wäre. Weil dann hätte ich auf jeden Fall gleich zwei Bären. Da ist er. Das heißt jetzt nämlich, wir haben Platz auf dem Feld. So. Oder was heißt auf dem Feld? Auf der Bank? Medusa 3, nein. Slada kann ich nicht mehr spielen. Ich habe ein Lager. Dann nehmen wir doch nochmal zwei Maidens mit. Ich würde gerne unbedingt noch ein Zweier Necro haben. Oh, das ist leider ganz schlecht hier vorne, ne? Im Silence drin zu stehen, oder? Oh, der Bär droppt noch, sehr wichtig. Weil der Bär ist unsere spätere Tankline. 2000 Leben, 375 Damage ist Wahnsinn. So, was hat bei uns am meisten DPS gemacht? Der Razor. Können wir alles nicht spielen. Ja, wir leveln. Leben. Noch ein Quarterstaff. Kriegst du jetzt. Wenn er noch ein bisschen schneller angreift, eventuell schneller seine Ulti rauskriegt. Ih, das sind Assassinen, das ist nicht gut. Hat er die Kokosnuss noch geschmissen? Ich glaube ja, aber dadurch, dass Razor tot ist, ist das natürlich echt nicht gut. Guck, und da Medusa schon die zweite Ult. Das ist natürlich schon ziemlich hart. Aber das schafft sie trotzdem nicht. 9 Schaden. Einmal verlieren könnte uns rauskicken. So, wir machen das jetzt so. Wir gehen auf 9. Denn was brauchen wir? Wir brauchen Zeus. Unbedingt. Here's pus in your eye. I am the rotten apple that spoils. Wir machen erstmal so. Gyro können wir nicht nehmen. Ice is nice. Enchanted, I'm sure. Oh, warten. Okay. Aber das hier ist auch ein sehr fettes Upgrade mit dem Necro. Aber die Items hatten wir jetzt auch nicht so wirklich Glück, dass wir da viel Gutes gekriegt haben. Wir haben nicht einen Voidstone oder so. Die 2 Kronen sind uns zugeflogen. Ja, und sobald seine Kokosnuss fliegt, ist sein Mann auch ruckzuck wieder voll. Also dann schmeißt er sie wirklich dauerhaft. Und jetzt können die sich hier nicht mehr bewegen. So, Kuruma lotscht jetzt langsam ab, weil er halt, wie gesagt, Geld gespart hat er nicht. Aber wir können das ganze Ding hier eigentlich nur gewinnen. With bones and spells I come. Wenn wir jetzt auch wirklich ein bisschen Glück haben. Warte mal. So. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Glück haben, wirklich wenigstens 2 Maß, wären jetzt echt noch ganz schön toll, die zu kriegen. Ah, hier gibt's kein Gold, okay. 2 Maß bräuchten wir ganz dringend noch. 2 Crystal Maidens wären auch extrem nice. Plate Mail. Damit. Im Hyperstone zusammen. Einmal Maß. Einmal Maiden. Einmal nichts. Oh, da ist ja noch was. Okay, weniger Defense machen, mehr Defense kriegen. Ich hoffe, das kumuliert auch.
Okay, wie sieht's denn goldmäßig aus? Ja, er ist halt noch wirklich voll. Und uns fehlt der Zeus. Ganz, ganz dringend der Zeus. Der macht auch böse Schaden. Das ist ein 6er Mage, glaube ich. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht da. Ja, 6er Magier. Aber hier, die Kokosnuss, sie rettet uns, oder? Noch eine Medusa-Ult hinterher. Nochmal heilen. Jawohl. Ui. To the victor, the spoil. Ice is nice. Auch ein sehr fettes Update. Das heißt, wir ulten noch viel schneller. Death Prophet kann ich nicht spielen. I bring the spark of death. I bring the spark of death. Zeus, lass mich doch nicht so im Stich, verdammt. Zeus mag mich die Runde nicht, wa? Oh, gegen Assassin Boy. Und der Razor ist raus, das ist echt nicht gut. Steht unser Stunt, steht super hier hinten drin. Der Stunt jetzt auch weiterhin. Das ist auch Platz 1, den wir hier gerade echt niedermachen. Wir müssen hier mal drauf achten. Ja, Kurama hat auch gegen uns verloren. Eyes up and shields front. Was mache ich jetzt? Ja, den rein. Ja, rufen bei deinem Bruder, Alter. Stellen wir jetzt noch einen Razor 1 rein, ich meine. Stellen wir jetzt noch einen Razor 2 rein, meine ich natürlich. Weil wir wissen ja, ein Razor ist besser als zwei. Zwei Razor ist besser als einer. Das ist in dem Fall hier wirklich so. So, Runator, jetzt mal gucken. Weil ihr seht, Mana kommt durch die Maiden so schnell. Und dann geht das Gekille los, sobald die Razor ulten. Und wie gesagt, man kriegt die 5 Sekunden ja noch runter mit dem verdammten Zeus. Auf den ich ja so lange warte. Bitte was Schönes. Scout Shield. Demon Edge, okay. Quarterstaff. Mhm. Können wir hier irgendwo was machen? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir alles nicht. Yo, Alter. Du kannst damit, wenn wir jetzt noch einen Ring kriegen, was machen. Und ansonsten 30 Schaden. Lass dir schmecken, mein Guter. Ja. So, wir hätten jetzt zwar noch rollen können, aber ich habe gedacht, wir rollen jetzt mal eine Runde nicht. Haben wir in der nächsten Runde wahrscheinlich mehr Chance. Oh, wir sind nur noch gegen den Assassinen-Menschen. Okay, wir sollten noch ein bisschen mehr cornern, damit er doch nicht an unsere Razor rankommt. Aber hier, auch er ist geil. Die Heilung, Batz, wieder geheilt. Das ist schon halt echt übel. Aber die hier ist auch böse. Der Templar-Assassin. So, Bärchen. Noch 8 Sekunden, du kannst einen zweiten spawnen. Was soll ich echt jetzt noch auf dem Razor 3 eventuell? Das wäre ja, ne? Verdammt sexy. Untot brauchen wir nicht. Komm. Ich muss das loggen. Außer wir gewinnen, dann kann ich es auch so kaufen. Aber ein Razor 3 dazwischen ist natürlich auch richtig krass. Dann ist die Frage, dann spiele ich mit 9. Oh, scheiße, Drache. Schnell die Kokosnuss. Ist tot. Aber die Medusa macht's. Komm, Root-Bär. Schaffen wir aber. Vitality-Booster nochmal. So, hier mein Guter. I bring the spark of death. Ich würde sofort die beiden verkaufen, wenn ich... Ah,
Ach, verdammte Axt hier. Wir spielen eine Götterkombi und kriegen den Zeus nicht. Es ist doch so zum Ärgern. Ah, nee. Okay, Fakt ist, wir fallen schon mal. Wir sind Platz 2, sind wir safe. Wir fallen nicht ab. Na, das ist Fakt. Jetzt kommt nur drauf an, wie viel Rang könnten wir noch steigen. Aber er hat halt auch noch Gold zum Ausgeben. Aber man muss dazu auch sagen, er verliert. Zumindest bei mir auf dem Feld. Bei ihm gewinnt er sogar. Er gewinnt aber nur so lange, bis ich einen verdammten Zeus ziehe. Aber jetzt hat er auch noch einen LD3, wa? Wenn er einen Zweier hat, hat er doch auch einen Dreier. Nee, ihm fehlt noch... Ihm fehlt noch einer. Gegen die Aufstellung kann ich an sich nicht viel machen. Da brauche ich auch nicht viel umstellen. Ich muss in der Ecke stehen. Das ist halt so. Ich könnte jetzt überlegen, ob ich den Troll umstelle mit der Maiden, weil die Maiden nicht ganz so wichtig ist. Wichtig sind eigentlich die Razor. Und die stehen ganz gut. Das gewinne ich bei mir. Bei ihm. Sieht das knapp aus, es ist halt kein Schaden mehr. Er hat zwei LDs draufgestickt? Ah ne, er hat den Refresher Orb. Stimmt ja. Seine Bären carryen ihn halt echt, ne? Wenn er ein LD3 hat und zwei Bären rauskriegt, ist es... Scheiße, Kacke, Alter. Bitte. Bitte? Bitte! Bitte! Oh, okay, du rein, du gehst mal nach da, damit der Stun länger hält. Genau, du bist der starke Razor. Der hintere wird nämlich irgendwie immer nicht angegriffen. So, wir gucken uns jetzt mal ganz genau an, wie sich unsere Einheiten bewegen. Mit dem Zeus hätten wir auch noch die Dreier-Magier-Kombi, das kommt noch dazu. Könnte, aber wenn ich den einen vorstelle, dann schicke ich wieder die Razor, bringe ich die wieder dazu, da vorne hinzuspringen, dann kriegen die Razor das nicht alles ab, ne? Oder kriegen die Razor nicht so viel Damage raus. Okay. Er hat aber... Nee, da hat er verloren. Er hat verloren. Das ist schön. Seine Siegesserie ist beendet. So, jetzt komm. I bring the spark of death. Untot. Haben wir einen Untoten drinne? Ja. Könnten jetzt einen Razor 3 machen und dafür einen Tinker reinstellen? Das tötet uns jetzt. Verdammt, ich hätte es nicht machen sollen. Der Razor steht jetzt so weit außen. Wobei er sich gar nicht so schlecht hinstellt. Puh. Wie sieht es bei ihm aus? Damage ist halt von mir weg, aber die Kokosnuss springt halt immer geil hin und her. Das Problem ist der Eddie. Wir haben verloren. Ja, ich sage, Razor außen ist ganz dumme Idee. Wir brauchen jetzt den Zeus. Ohne den läuft hier leider nichts. Oder ein Puck. Kann doch nicht wahr sein. So ein Pech muss man einfach haben.
Wir haben auf 3% Chance. Haben wir so wenig Fünfer-Einheiten, haben wir gesehen. Das ist zum Kotzen. Die Trolle sind halt auch übel stark. Aber geben halt auch übel Items. Ich will dir nicht noch mehr davon geben, tut mir leid. Krone. Achso, das ist ein Degen. Ein Hyperstorm. Können wir nicht. Hyperstone ist eigentlich so ein hammerhartes Item. Wir können das fast machen. Auf ihm hier. Na, uns fehlt die dicke Rüstung. Die hat... Ja, ne? Ja. Doch, wir geben dir das, ne? Dann kommt da doch Degen 3, 4 und so weiter raus. Vielleicht haben wir Glück. Wer braucht denn hier Attack Speed? Komm, du. Wir dürfen nicht verlieren. Der Razor steht super hier gerade. Da wird noch weggetankt, aber da sind schon zwei Bären draußen. Das ist einfach abnormal. Los, komm, komm, komm. Das schaffen wir, das schaffen wir. Spawnt er gleich nochmal einen Bären? Nee. Okay, wie sieht es bei ihm aus? Er gewinnt. Tidehunter, nein. Nehmen wir nochmal Techies rein. Statt einem Tinker. Ich meine. Techies sind da eindeutig stärker. Mana sollte er genug durch die Maiden kriegen. Oder er wird einfach instant weggeburstet. Ach du Scheiße. Okay, hat er was. Hatte er so große Upgrades? Ja, das war's, Leute. Push, da bin ich geplatzt. Schade. Das heißt, wir bleiben noch Night 9. 3 Bonbons und in der nächsten Runde hoffen wir, dass wir dann Bishop schaffen. Also vielen Dank fürs Einschalten und beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter. Road to Bishop. Bis denn dann. Ciao, ciao.